Cross ist eine der schnellsten Mannschaftssportarten der Welt. Voller Körpereinsatz inklusive. Kann es Johannes? Nein, nein, bleib hier! Tempo, Tempo! Hallo, Ball! Merkst du was? Hallo bei Kanis Johannes. Habt ihr eine Ahnung, was das hier ist? Sieht so ein bisschen aus wie der Kescher für einen Fischteich, ist aber tatsächlich ein Lacrosse-Schläger. Und wie man den benutzt, bringt mir mein Trainer bei, hoffe ich zumindest. Hallo, ich bin Philipp, ich bin 13 Jahre alt und spiele seit 6 Jahren Lacrosse. Set! Ich liebe an Lacrosse, dass man den Zweikampf hat und es zwischendurch auch immer hart zur Sache geht. Ich bin in Lacrosse ein Angreifer und das Tollste ist halt einfach, wenn man den Ball bekommt und dann den direkt ins Netz haut, das ist ein super Gefühl. Ich helfe in meinem Team auch immer gerne den Leuten, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Bring deinen Körper zwischen den Verteidiger und den Ball. So, guck mal, da kann ich nicht drankommen. Und ich glaube, deshalb bin ich gut geeignet, Johannes Lacrosse beizubringen. Johannes, was fand ich auf Lacrosse? Ich bin der Boss. Hi, Johannes. Hey, Philipp. Hier, fang. Hey. Super gemacht. Oh, Dankeschön. Ich finde, mein Schläger und ich sind neue beste Freunde. Ja, der heißt aber bei uns Stick und du hältst ihn auch ein bisschen anders. Er heißt Stick, okay. Und wie halte ich ihn richtig? Zeig mal. Also, du hältst ihn ungefähr hüftbreit, so ungefähr da. Also hüftbreit hier. Ja. Das wär's? Ja. Ich finde, dann kann's losgehen. Okay. Und so sieht Philipps Trainingsplan aus. Am ersten Tag lernt Johannes das Ball aufnehmen und das Passen. Danach folgt die Ballannahme im direkten Zusammenspiel. Am zweiten Tag lernt Johannes den Schuss aufs Tor. Und zum Abschluss den Angriff Mann gegen Mann. Ist es wirklich erlaubt beim Lacrosse, dass man jemand anderen auch so schubst? Ja, das ist völlig okay. Das machen wir die ganze Zeit. Es ist sogar erlaubt, wenn ich dir auf den Schläger schlage und dabei deine Arme treffe. Das ist kein Foul. Was? Das tut doch höllisch weh. Ja, aber hier ist auch Schutzkleidung. Okay. Und die wird Johannes brauchen. Er muss nach nur 48 Stunden mit seinem Team ein Lacrosse-Spiel gegen eine Jugendmannschaft aus Frankfurt bestehen. Die Challenge gilt nur dann als gewonnen, wenn seine Mannschaft gewinnt und Johannes mindestens ein Tor schießt. Ist Frankfurt eine gute Mannschaft? Ja, also Frankfurt ist die beste Jugendmannschaft. Und wir haben leider letztes Mal dagegen verloren. Oh, das macht ja Hoffnung. Dann lass uns schnell loslegen. Was müssen wir machen, bevor es losgeht? Ja, also ich würde erstmal die Schutzausrüstung anziehen. Ja. Ich finde es cool, wenn man sich nicht die ganze Zeit nur zurückhalten muss und nachdenken, darf ich das jetzt? Darf ich es nicht? Ist halt ein geiler Sport. Man darf Vollkontakt haben. Sieht sehr cool aus. So ein bisschen fühle ich mich wie so ein Roboter. So. Wie ist dein Name? Ich bin ein Roboter und bewege mich auch so. Merkst du was? Nee, das ist eine super Ausrüstung. Hey, aber man schlägt keinen armen Roboter. Okay. Ja, dann können wir anfangen. Ja, aber nicht ohne, dass wir die Fragen aller Fragen gestellt haben. Und die sind in dieser Sendung. Kann es Johannes? Johannes? Ja? Komm, wir müssen uns aufwärmen. Ach so, ich war noch so ein bisschen in meinem Robotermodus. Warm machen beim Lacrosse ist sehr wichtig, weil man sich dann nicht so schnell verletzen kann. Gut, jetzt sind wir warm. Ich bin's auf jeden Fall. Ja, dann fangen wir mit der ersten Übung. Der Ball ist auf dem Boden und du musst versuchen, ihn aufzuheben. Ich hebe ihn auf, okay? Das ist gar nicht so einfach. Hey. Im Spiel wäre schon längst jemand, der dich daran hindern würde. Ja. Deshalb musst du möglichst schnell sein.
Du setzt einen Fuß neben den Ball, dann gehst du parallel zum Boden entlang. Also richtig tief runter. Fuß runter, schippen. Oh, das geht noch einfacher, klar. Cool. Ja. Versuch's jetzt mal am Laufen. Wenn ich den Ball in meinem Netz habe, darf ich dann so viele Schritte machen, wie ich will? Ja. Also das ist nicht wie beim Basketball, dass ich mitzählen müsste? Nee. Dann kann ich über das ganze Spielfeld rennen, wenn ich den Ball habe? Ja, aber die Gegner kann ich auch wegschubsen. Okay, also wenn ich Platz habe, gehe ich und wenn die mich pushen, dann muss ich passen. Ja, das Passen zeige ich jetzt. Okay. Beim Passen musst du darauf achten, dass du ziehst mit der unteren Hand. Ja. Und drückst mit der obersten, mit der oberen. Ja. Und dann klappst du die Handgelenke um. Ziehen, drücken, Handgelenke umklappen. Boom. Ah, da hast du zu tief hinten hängen gelassen. Dann springt er raus. Mist. Entschuldigung. Der Ball kommt dann aus dem Schläger, wenn du mit dem Schwingen aufhörst. Okay. Wenn du früh aufhörst, fliegt er hoch. Und wenn du später aufhörst, dann tief. Okay. Probier's mal aus. Also jetzt stoppe ich ihn früh, damit er hoch rauskommt. Ja. Okay. Ah. Funktioniert. Dann muss aber Philipp laufen. Und jetzt tief. Ah, bei tief muss Philipp auch laufen. Ah, ich habe noch eine Übung vorbereitet. Die wird motivieren, noch genau zu passen. Das klingt geheimnisvoll. Wo müssen wir hin? Da hinten. Okay. Guck mal, ich habe hier zwei Haufen mit Wasserbomben aufgebaut. Wie geil. Die heben wir gleich auf, möglichst schnell, und werfen uns dann zielsicher ab. Und ich darf dich abschießen? Ja, ich dich auch. Nein. Doch. Oh. 3, 2, 1, go. Oh. Ich habe die Wasserbombenübung mit Jons gemacht, damit er lernt, wie in einem Spiel unter Stress halt auch die Technik richtig zu beherrschen. Da. Oh, abgewehrt! Oh. Oh. Pass auf, ich nehme gleich mehr. Also. Ja! Ja! Oh. Hey, es regnet rein! Bei der Wasserbombenübung hat John sich richtig gut geschlagen. Ich bin ziemlich nass geworden, aber ich glaube, er war noch nasser. Philipp, geile Übung. Aber ein bisschen das Hammer habe ich dich auch getroffen, oder? Ja. Wo kommt das her? Ist das Luftfeuchtigkeit? Ich glaube nicht. Wie viele Leute seid ihr eigentlich in der Mannschaft? 8. 8. Und 7 müssen aufs Feld? Also so viele sind das ja nicht. Ja, aber in der Jugend muss man halt nicht so viel wechseln. Wir haben auch eine Spielgemeinschaft mit NRW zusammen. Das heißt, ihr müsst aus der Umgebung dann noch Leute zusammenziehen, damit ihr überhaupt eine Mannschaft habt? Ja, weil Lacrosse, da gibt es nicht so viele Spieler. Mhm. Aber das ist auch irgendwie schön, weil man kennt halt jeden und ist eine kleine Familie. Heißt das, dass jeder Lacrosse-Spieler sich in Deutschland kennt? Ja, also man sieht sich halt viel öfter als bei anderen Sportarten. Und kann deshalb auch mehr sich mit anderen Leuten anfreunden. Moment, aber wenn dann jemand aus München kommt, dann gehört er ja zu einem gegnerischen Team. Das heißt, es ist ein Konkurrent von dir. Man ist zwar im Spiel ein bisschen hart, aber man geht halt nicht als Feind auseinander, sondern später sitzt man mal wieder zusammen und hat Spaß. Auf Platz prügeln und danach nehmen wir uns ja nach, oder was? Ja. Und wie viele Mannschaften treffen sich dann an einem Spieltag? So 4 bis 5 meistens. 4 bis 5. Das heißt, jeder Spieltag ist dann wieder Familientreffen, ja? Jo. Na ich dann. Wir sollten mal gehen, ne? Unbedingt. Ich gehe schon mal vor. Ich ziehe meine Schuhe an, bin gleich da. Hi, Johannes. Hey, Philipp. Ich bin wieder wie neu. Das sieht aus wie ein Schweizer Uhrwerk. Sehr geil. Was macht ihr? Also, wir machen Line Drills. Das ist eine Passübung und Fangen. Und das Fangen zeige ich mal. Lenny, pass mal! Wenn du einen Pass fangen willst, dann hältst du den Stick so, dass das hier alles offen ist. Okay. Und um es leichter zu haben, gehst du mit den Händen ein bisschen weiter auseinander. Und wenn der Ball kommt, gehst du langsam zurück und gibst dem nach. Dann probieren wir es mal aus. Ja, her damit. Wenn der die ganze Zeit an deinem Head abprallt, dann kann es daran liegen, dass du den Ball nicht lang genug mit den Augen verfolgst. Okay, also immer hinterher gucken. Ja. Oh ja.
glaube, das reicht für heute. Ja? Hast schon echt gut gemacht. Dankeschön. Bis morgen, ne? Philipp. Hau rein. Ciao. Mein erster Eindruck von Johannes war, dass er relativ fit ist. Und ich glaube, daraus kann noch was werden. Guten Morgen, Philipp. Moin. Schießen wir auf Tour? Später. Wir müssen erst noch uns aufwärmen. Okay, was machen wir? Komm einfach mal mit. Und jetzt? Jetzt passen wir gegen die Wand. Ja. Nicht zu hoch, nicht zu tief. Mhm. Und du musst halt gucken, dass du genug Schwung hast, dass der wieder zu dir zurückkommt. Okay. Das ist ungefähr wie wenn du so einen doppelt so weit entfernten Mitspieler passen würdest. Okay. Philipp hat sich an die Wand gestellt, hat den Ball an die Wand gespielt und dann ging das bam, 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 bam. Und dann kam ich. Dieser Boden hat eine kleine Tücke. Er ist nämlich nicht sehr gerade. Und das heißt, man weiß nicht, wenn da ein Ball aufkommt, in welche Richtung er dann springt. Nein, nein, bleib hier, bleib hier! Warum benutzt man beim Lacrosse keinen normalen Ball, sondern einen Flummi? Fast. Also ich glaube, der Boden hat uns echt geholfen, richtig zu fangen, weil wenn der Ball nicht gefangen hat, dann ist der Ball komplett weggesprungen. Und ich glaube, das ist eine echt gute Strafe. Boah, der war gut. Super gemacht. Dankeschön. Coole Übung. Bist du jetzt warm? Ich bin richtig warm, vor allem durch das Hin- und Herlaufen. Ey. Gut, dann gehen wir jetzt rüber zurück auf den Platz. Ah. Wir schießen jetzt aufs Tor. Mhm. Du holst aus, ja. Übers Ohr nach hinten. Mhm. Und dann ziehst du wie beim Pass einfach gerade nach unten komplett durch. Ja, dann los. Ich stelle mich ungefähr hier hin. Du hebst den Ball auf und gibst mir einen Pass. Ich schieße nicht aufs Tor, ich schieße zu dir. Ja. Okay, Pass. Gut, dann läufst du in die Mitte. Mach ich. Kriegst den Pass von mir. Okay. Und läufst dann aufs Tor zu und machst einen Schuss. Ich hab's kapiert. Versuch mal ein bisschen weiter noch mehr nach unten oder in die Ecken zu schießen. Nach unten und in die Ecken. Zurück, schießen. Neuer Ball nehmen. Endlich mal aufs Tor schießen. Das hat echt viel Spaß gemacht. Vor allem, weil ich den einen oder anderen Ball auch mal getroffen habe. Gutes Gefühl. Es gibt einen Trick. Wenn du nah genug am Tor dran stehst, mhm, und genug Zeit hast, dann kannst du faken, das antäuschen. Okay. Also du fakest, indem du einen Schläger nach vorne bringst und dann umdrehst. Ohne den Ball rauszulassen? Ja. Dann denkt der Torwart, ich schieße und bewegt sich schon irgendwo hin und dann habe ich Zeit, woanders hin zu ballern. Ja. Also nach vorne und aber abdrehen, ja? Ja. Muss gar nicht so übertrieben stark machen. Ja. Oh, ja. Ich wollte faken. Dann ist es ein Tor geworden. Gilt das dann? Ja, klar. Du kannst ihn sogar mit dem Fuß reinkicken. Ja, ist doch ein geiler Sport. Hauptsache Ball rein. Okay, faken. Ja, super. Und dann rein. Ja, sehr schön. Faken gefällt mir. Einmal um die Ecke gedacht und dann doch andersrum. Du warst schon echt gut, hast viel Kraft hinter. Danke. Wir machen jetzt mal Pause. Das klingt sehr gut, Pause. Beim Torschießen hat sich Johannes richtig gut geschlagen. Ich bin sehr zufrieden. Komm, weiter. Nächste Runde. Hier spielen schon ein paar. Aber einer von denen ist ein Betrüger. Wieso? Guck mal, die 90, die hat einen viel längeren Schläger als die anderen. Ja, das sollte sein, weil der ist ein Verteidiger. Ja. Und damit kann er halt, hat er mehr Reichweite und kann dich früher aufhalten. Aber das ist unfair. Ich meine, die anderen haben ja keine Chance. Er hat ja auch einen Nachteil mit dem langen Schläger. Wieso? Ja, wenn er zum Beispiel einen Ball hat, ja, kann er ja überall auf dem langen Schläger draufschlagen. Gut. Und wie greife ich an? Das zeige ich dir jetzt. Ryan, can you defend me, please? Ich laufe auf ihn zu und mache kurz, bevor sein Schläger an mir dran ist, ja, tausche ich mit einem Bein an. Ja. Und macht dann einen Richtungswechsel. Dann, wenn er dann immer noch an mir dran ist, kann er sich wegdrehen und schießen. Oh Gott. Also ich komme ran, dann mache ich zack, vor. Ja, und dann rollst du dich weg.
Schön. Wenn du ihn angreifst, musst du möglichst schnell nah an den Rand kommen. Denn wenn du weit weg bleibst, dann kann er dich die ganze Zeit schlagen. Ich verstehe. Okay. Ah, schade. Komm her. Hallo, Ball! Hier. Es kommt mir vor wie so ein Zaubertrick und ich kapiere nicht, wann der Ball verschwindet. Im Gefecht ist es furchtbar schwierig. Ich habe Angst, dass ich mich ziemlich blamiere auf dem Feld bei der Herausforderung, weil ich zigmal den Ball verlieren werde. Sehr gut. Was geht in die Knochen? Ja. Und wie sieht es aus soweit? Ja, also du machst schon echt gut. Du musst vor allem im Angriff ein bisschen an deiner Beinarbeit arbeiten. Ja. Und dazu gehen wir mal in den Wald. Hat er gerade gesagt, wir gehen in den Wald? Wald? Also mit Bäumen? Also das ist definitiv ein Wald, aber was machen wir jetzt hier, Philipp? Also mir ist aufgefallen, du verlierst den Ball, wenn du den Gegner ausweichst. Oh ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, und das zu üben, stell dir vor, jeder dieser Bäume ist ein Gegner. Mhm. Achte darauf, wenn du den ausweichst, immer deinen Körper zwischen den Gegner und den Ball kriegst. Okay, Ball hier, Körper hier, Baum da. Ich zeig's dir jetzt mal. Okay. Das hat ein bisschen was von Schattenboxen, oder? Sehr ja. Cool, ich will auch. Also, der erste Gegner, ja? Ja, schaffst du das. Ah. Ball verloren. Ja. Ah, guck mal. Mann, schon wieder. Du hast zwei Fehler gemacht. Der eine war, dass du den Schläger waagerecht gehalten hast, nicht senkrecht. Bratpfanne ist schlecht und senkrecht ist gut. Ja. Okay. Und der andere Fehler war, beim Wegdrehen hast du den Schläger so gehalten, dass der Ball dich nicht anguckt. Und wenn ich dann auch den Ball so halte und mich da drehe, dann fliegt er raus. Du musst ihn so halten, dass der Ball dich anguckt und dann machst du auch, dann fliegt er nicht raus. Schläger nach oben und Ball angucken. Ja. Mach ich. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Tempo, Tempo. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Super, hast echt gesteigert. Dankeschön. Wenn du morgen den Gegner genauso ausweichst wie den Bäumen heute, ja? Schaffst du das? Danke, Philipp, es hat viel Spaß gemacht. Ja. Tschüss, Wald. Fein war's. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Johannes die morgige Herausforderung schafft. Und mein ganzes Team wird ihn dabei unterstützen. Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Die bevorstehende Challenge gegen Frankfurt gilt nur dann als gewonnen, wenn Johannes Mannschaft gewinnt und Johannes mindestens ein Tor schießt. Eins ist klar, das Team aus Frankfurt will nur eins, den Sieg. Hi Johannes. Sind ja schon alle da. Grüß dich, Philipp. Gibt's noch irgendwas, was ich wissen muss? Ja, also du bist heute Angreifer. Ja. Du musst hier ein Tor schießen und mit Sieg kümmern wir uns dann. Das wäre gut. Und du darfst nicht über die Mittellinie, weil wir sonst im Abseits sind? Gut. Ich bleibe vorne und habe kein schlechtes Gewissen. Gut, los geht's. Hallo Frankfurt! Hallo, hallo Leute! Leute, zusammenkommen! 1, 2, 3, LFB! 0, 6, 0, Frankfurt! Teams zusammenkommen! Willkommen beim Freundschaftsspiel Frankfurt gegen Team NRW. Ich will ein hartes Spiel, aber fair. Ansonsten, Goalie Shake Hands. Da, wo ich aufgewachsen bin, gibt es einen Spruch und der heißt Druff und die Wetter. Das heißt so viel wie ohne Verluste drauf. Und das war so mein Motto. Get down! Set! Shot! Roter Ball! Ich habe schnell gemerkt, warum die Frankfurter so gut sind. Die haben echt ein paar Spieler, die sich wirklich gut durchsetzen können und haben auch keine Hemmungen gehabt, schnell aufs Tor zu schießen. Da kommt ganz schön was auf uns zu. Komm, hast du! Ich habe den Ball vor mir gesehen, ich war auch als erster dran, aber dann kam die Meute und die haben mich sowas von in die Zange genommen, da hatte ich keine Chance.
Was ich gelernt habe, es heißt ja nicht Torwart, es heißt Goalie. Und unser Goalie, der hatte echt Mut. Ne? Der ist ja fast über das ganze Feld gerannt. Aber das war die Schlüsselszene für das hier. Schatz! Ja! Ja! Als wir das erste Tor geschossen haben, habe ich mich richtig gefreut, weil hatten wir erstmal ein bisschen Sicherheit. Als ich Philipp im Spiel gesehen habe, habe ich gedacht, ey, das ist eine andere Dimension. Wie der aufdreht und wie der Gas gibt. Ja! Sauber. Jetzt liegen wir 2-0 vorne. Das heißt, das nächste Ding muss ich reinmachen. Halbzeit! Okay, super gemacht. Danke. Schönes Tor. Danke. Was kann ich besser machen? Du hast dich sehr gut freigespielt, aber stell dich ein bisschen weit mehr nach außen, denn wenn du da in der Mitte stehst mit den ganzen Verteidigern, ja, kriegst du den Ball nicht. Okay, also außen anbieten. Ja, und ich versuche dir ein bisschen öfter den Ball zu geben, okay? Oh, geil, Philipp. Okay, cool. Komm. Get down. Sit. Kommt, habt ihr noch. Komm, Max. Ja. Komm, Johannes, komm mal. Stopp. Sehr geil. Go, Blue. Den nächsten kriegst du. Und dann, bums, 3-0, liegen wir noch weiter vorne. Großartige Situation. Das Einzige, was mich gewurmt hat, dass ich mich nicht habe so freispielen können, dass ich den Ball bekommen habe. Weil wenn ich das Tor geschossen hätte, hätte ich die Herausforderung vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon gewonnen. Komm, hol den Ball. Nur leider, glaube ich, eine Millisekunde zu spät, weil auf jeden Fall ist der Goalie noch dran gekommen und hat mich geblockt. Ah. Die verpasste Torschance von Johannes scheint die Frankfurter zu befehlen. Sie schießen erst das 3-1. Und verkürzen dann auch noch auf 3-2. Und in dem Moment dachte ich so, Mist, hoffentlich kommen die nicht mit dieser Motivation im Rücken, überrollen uns jetzt und machen noch einen Ausgleich und vielleicht sogar noch die Führung. Johannes will jetzt endlich sein Tor schießen und sprintet los. Doch er vergisst dabei die Mittellinie. Blue, offside! Technical 30 seconds! Johannes, du hast einen Foul gemacht. Oh nein, bitte nicht so lange draußen sitzen, ich muss doch ein Tor schießen. Erst nach quälenden 30 Sekunden an der Seitenlinie darf Johannes zurück aufs Spielfeld. Ich hatte voll die Motivation, jetzt das Tor zu schießen. Und mit dem Gedanken bin ich auf den Platz gerannt. Hamdi! Komm, Johannes! Ah! Beim Schlusspfiff war ich richtig traurig, weil ich gedacht habe, ich hätte es schaffen können. Aber es hat nur ein paar Sekunden gedauert, dann ist mir schon klar geworden, hey, aber wir haben gewonnen als Team. Ja, und das ist mir viel wichtiger, als dass ich das Tor schieße. Es ist wirklich schade, dass Johannes ein Tor nicht geschossen hat, aber wir haben Frankfurt weggeputzt und das war was Gutes. Das fühlt sich komisch an, wir haben gewonnen 3-2, aber irgendwie doch auch verloren. Zumindest ich habe verloren, weil ich die Herausforderung nicht gepackt habe. Ja, aber ich finde, du hast es schon gut gemacht, es war ja echt knapp. Bist du zufrieden? Ja. Oh, also immerhin, also dann kann ich das auch verschmerzen. Wenn ihr jetzt zu Hause sagt, so, ich hätte das Tor gemacht, also an mir hätte es nicht gelegen, dann guckt doch mal, ob Lacrosse vielleicht was für euch ist. Schaut mal, wo der nächste Verein ist. Und das könnt ihr auf unserer Webseite, auf cannesjohannes.de. Ich hoffe, wir sehen uns im Netz oder spätestens nächstes Mal im Fernsehen, wenn es wieder heißt Cannes Johannes. Danke, Philipp.